Herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag, der aus den eigenen Reihen kommt. Und zwar werden jetzt Larissa Fuchs und Philipp Segers der Frage auf den Grund gehen, wer über eine Bewerbung entscheiden soll und welche Rolle dabei Algorithmen spielen dürfen, sollen, können, wie auch immer. Larissa ist Doktorandin an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln und forscht zu Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Und außerdem ist sie Mitglied der Women in Economics Initiative, die vielleicht auch ganz gut zu dem gestrigen Diversity Day passt. Und diese Initiative wurde gegründet, um die Gleichstellung und Chancengleichheit der Geschlechter im Bereich der Wirtschaft voranzutreiben. Philipp ist Mitgründer von CASE und gleichzeitig Research Fellow an der School of Business and Economics der Maastricht University. Und er leitet das Projekt FAIR, das sich mit diskriminierungsfreien Recruiting-Algorithmen beschäftigt. Vorhang auf für Larissa und Philipp. Danke, Katharina. Jetzt kann man mich, glaube ich, auch hören. Ich hatte mein Mikrofon wie immer doppelt gemutet und es dann vergessen, das zurückzuschalten. Das ist so ein bisschen das Motto des Tages. Du hörst mich, Larissa? Ich höre dich aber nicht gerade, Larissa. Müsstest du da nochmal kontrollieren? Ja. Dich können wir noch nicht hören, Larissa. Um vielleicht den Ball von Eva heute Morgen aufzunehmen. Wir können Larissa zwar nicht hören, aber wenn man sich den Hintergrund anguckt, dann hat sie auf jeden Fall den wissenschaftlichsten Hintergrund gewählt für heute. Ich kann aber bezeugen, dass sie da öfter sitzt. Also es ist nicht arrangiert für den Vortrag hier. Ich denke, Larissa kommt jetzt gleich jeden Moment wieder. In Anbetracht der Zeit haben wir uns glücklicherweise auch so aufgeteilt, dass ich in die Präsentation einsteige und Larissa die zweite Hälfte macht. Vielleicht riskieren wir es einfach und fangen an und haben dann die gute Chance, dass das alles behoben ist zu dem Zeitpunkt, wo Larissa dann übernehmen soll oder möchte oder wird. Wollen wir das so machen? Jan, Katharina, ein Zeichen aus dem Off. Okay, gut. Dann versuche ich mal, die Präsentation ist auch wieder da. Dankeschön. Okay, ich fange einfach mal an. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr oder wir freuen uns sehr. Ich spreche einfach mal für Larissa mit, auch wenn sie jetzt gerade noch nicht da ist, dass wir wieder aus unserem FAIR-Projekt berichten dürfen. Wir haben das im letzten Summit auch schon getan, haben da darüber gesprochen, wie Algorithmen eigentlich diskriminieren können und wie man das messen kann. Sicherlich auch ein interessanter Vortrag. Im Zuge dessen, was Ulf uns eben vorgestellt hat. Ich leite einmal kurz das FAIR-Projekt formell ein. Was ist das? Das Projekt FAIR ist ein staatlich gefördertes Forschungsprojekt in den Jahren 2020 und 2021, finanziert vom Land NRW und der Europäischen Kommission, hat ein Projektvolumen von knapp 1 Million Euro und wird durchgeführt von uns, also von CASE, zusammen mit der Universität zu Köln und da eben der Lehrstuhl von Professorin Pia Pinger, die beim letzten Summit auch einen Vortrag gehalten hat über die Lohnlücke in den Erwartungen von männlichen und weiblichen Studierenden und an dem Lehrstuhl eben Larissa, mit der wir hier sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben in dem Projekt glücklicherweise noch ein paar Praxispartner, die helfen uns, das, was wir so konzeptionieren und entwickeln, auch testen zu können. Das Projekt ist nämlich vorwettbewerblich. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, die Lösung hier in dem Sinne an den Markt zu bringen, dass wir sie da testen könnten. Wir können sie aber zusammen mit den assoziierten Partnern testen. So, meine erste Folie inhaltlich erübrigt sich nach dem Vortrag von Ulf eigentlich. Das ist nämlich die Folie, mit der ich versuchen wollte, euch zu überzeugen, dass Diskriminierung im Recruiting immer noch ein Problem ist. Das hat Ulf jetzt sehr eindrucksvoll getan in der Präsentation gerade eben. Hier noch ein paar mehr Quellen. Da sind auch einige neuere Quellen dabei. Das heißt, es ist durchaus kein Problem, was sich inzwischen von alleine erledigt hat, was sich herausgewachsen hat, sondern es ist ein Problem, mit dem wir uns auch heute
10 Jahre nachdem Ulf angefangen hat, diese Forschung zu betreiben und diese Modellprojekte zu machen, noch beschäftigen müssen. Also es gibt ein Diskriminierungsproblem im Recruiting und in diesen anderen Studien sieht man auch, das habe ich vor allem in frühen Selektionsschritten, also bei der Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber. Das liegt daran, dass eben, zumindest erkläre ich mir das so, dass diese unterbewusste Diskriminierung der Hauptfaktor ist. Also es ist nicht so, dass da bewusst gegen bestimmte Personen diskriminiert werden möchte, sondern es ist eher so, man versteht gewisse Dinge nicht. Vielleicht da der Vortrag von Jan heute ein gutes Beispiel. Jemand hat einen ganz anderen Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ob das eine gute oder eine nicht so gute Leistung war, die damit einhergeht. Ich möchte nicht bewusst diskriminieren, aber gerade in Ermangelung anderer Informationen, also ich habe nur den Lebenslauf, gucke ich eben auch auf solche Sachen. Wohingegen, wenn ich dann die Person im persönlichen Gespräch vor mir sitzen habe, da muss ich schon sehr bewusst diskriminieren, wenn ich dann darauf achte. Okay, also wir haben ein Diskriminierungsproblem, nicht allumfassend, aber es findet noch statt. Und deswegen haben wir dieses FAIR-Projekt erdacht, beantragt und dann auch gewonnen, die Förderung, um Algorithmen zu entwickeln, die helfen, Diskriminierung abzubauen. Die Idee dahinter ist, dass Algorithmen grundsätzlich, und das ist wirklich ein grundsätzlich, so wie man es meinen sollte, diskriminierungsfrei sind. Wer sich darüber informieren möchte, wie, warum und ob Algorithmen diskriminieren, dem empfehle ich wirklich den Vortrag vom letzten Mal. Das passiert nämlich auch. Gerade wenn Algorithmen mit historischen Daten trainiert werden, können diese auch diskriminieren. Die schreiben dann die Diskriminierung fort und dann hat man den Prozess automatisiert, aber nicht verbessert. Ich finde, das reicht nicht aus. Was machen wir also in dem FAIR-Projekt? Wir gucken uns Informationen auf Lebensläufen an, also Informationen, die in wirklich sehr frühen Selektionsschritten zur Verfügung stehen. Ein großer Teil davon ist Bildung. Das ist was wir historisch bei CASE sowieso schon immer gemacht haben und auch auf andere Länder wie jetzt zum Beispiel Indien, andere europäische Länder oder die USA übertragen aktuell. Wir gucken uns auch schulische Bildungsleistungen im Zuge des FAIR-Projektes an, um da zu versuchen, auch da Informationen geben zu können. Das ist, glaube ich, gerade für so Situationen wie die Auswahl von Auszubildenden ein großes Thema. Das heißt, der Bildungsbereich ist ein großer Bereich auf dem Lebenslauf. Wir gucken uns aber auch Arbeitserfahrung an, sind da im Moment am Datensammeln, hatte ich beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was für Probleme es da gibt und wie es dann dennoch gelingen kann, vielleicht ein Scoring von Arbeitserfahrung automatisiert durch Algorithmen vornehmen zu lassen. Wir gucken uns soziale Aktivitäten an, was habe ich neben dem Studium gemacht, und da auch immer die große Frage, ist das überhaupt aussagekräftig? Also finde ich das gut, was die Leute machen, oder geht das wirklich auch mit einer höheren Produktivität im Beruf später einher? Das ist ja eine durchaus relevante Frage, weil Unternehmen natürlich soziale Ziele haben sollten und müssen, aber am Ende des Tages Wirtschaftsunternehmen sind und natürlich produktive Mitarbeiter einstellen müssen. Und ich bin fest überzeugt, dass gerade diese Diskriminierungsfrage dazu führt, dass nicht die produktivsten möglichen Mitarbeiter eingestellt werden, weil ich ja den Kandidatenpool unnötig reduziere. Das heißt, Diskriminierung ist eigentlich so eine Situation, wo einem ganz klar sein muss, dass es auch im wirtschaftlichen Interesse eines Unternehmens liegt, das nicht zu tun. Und wir gucken uns Sprach- und IT-Kenntnisse an. Da ist sicherlich die Angabe auf dem Lebenslauf kein endgültiger Beweis dafür, dass diese Kenntnisse auch vorliegen. Die eigenen Sprach- und PowerPoint-Kenntnisse ein bisschen zu frisieren, ist, glaube ich, eher gang und gäbe, als dass ich einen Hochschulabschluss mir komplett ausdenke, den ich gar nicht habe. Genau, und da vielleicht als Erweiterung, das kam eben im Vortrag von Ulf, bei Sprachkenntnis ist es ja durchaus möglich, wenn zum Beispiel aus der Sprachkenntnis im Arabischen oder Türkischen heraus resultiert, dass man wahrscheinlich eine bestimmte Herkunft hat. Ich kann ja vordefinieren, welche Sprachen für eine Position wichtig sind und dann gucken, ob diese Sprachkenntnisse vorliegen. Das heißt, wenn für den Job Türkisch gar nicht notwendig ist, sondern Englisch und Deutsch genügen und die Person hat Englisch und deutsche Sprachkenntnisse, dann kann ich ja das auch da in die Richtung erfassen, muss also gar nicht die indirekte Identifikation der Herkunft über die Sprachkenntnisse mir anschauen. Wir haben beim letzten Mal dann auch den FAIR-Index vorgestellt. Der FAIR-Index ist so ein bisschen, böse gesagt, der Gegenspieler zum Algorithmus. Also der Algorithmus screent oder die Algorithmen screenen verschiedene Informationen auf dem Lebenslauf und der FAIR-Index läuft die ganze Zeit mit und kontrolliert, wie eigentlich eingestellt wird. Also ob in der Einstellungsentscheidung Diskriminierung vorliegt. Null bedeutet keine Diskriminierung hier bei uns in dem Index. Und dann gibt es Abweichungen von minus 100 und plus 100, die dann eben eine sehr starke Diskriminierung in die eine oder andere Richtung
drücken. Genau. Der Algorithmus, also der FAIR-Index, eignet sich genauso auch, um menschliche Entscheidungen zu überprüfen. Das heißt, es geht hier gar nicht so sehr darum, Algorithmus oder Mensch, es ist eigentlich egal, welches Auswahlkriterium ich nutze. Es geht ja darum, dass ich in der finalen Entscheidung wirklich keine Diskriminierung finde. Das ist das, was wir uns hier angucken wollen. Und vielleicht auch ein interessanter Hinweis zu dem Vortrag von Ulf. Er sagte, dass die Effekte von anonymen Bewerbungen ja durchaus davon abhängen, welche Ausgangssituation ich antreffe. Also ist es eine Ausgangssituation, wo vielleicht sogar positiv diskriminiert wird, wo ich weiß, in der Vergangenheit wurden immer bei uns männliche Consultants eingestellt, ich möchte jetzt vermehrt weibliche Consultants einstellen. Also wir sprechen hier von einer Positivdiskriminierung gegenüber Männern zum Vorteil von Frauen, die sicherlich, aber da müsste man Philosophen und Ethiker zu befragen, keine Statistiker, aber die meiner Meinung nach ganz, ganz klar gerechtfertigt sein kann. Da ist natürlich der FAIR-Index ein gutes Mittel, um auch vor einer Entscheidung, ich gehe auf anonyme Bewerbungen oder nicht, die Ausgangslagen mal zu erheben. Ist Diskriminierung bei mir im Unternehmen überhaupt ein Problem? Und das hatten wir beim letzten Mal schon drin, aber auch hier der Hinweis, wenn das für Sie interessant ist, melden Sie sich gerne bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach Pilotprojekten, Validierungsstudien, wo wir solche Sachen, die wir uns theoretisch erdenken, dann auch in der Praxis testen können oder noch mehr testen können. Deswegen der Hinweis hier. Was wir uns jetzt heute angucken wollen, ist etwas leicht anderes. Also ich habe beim letzten Mal, bin ich darauf eingegangen, wie der HR-Bereich Algorithmen im Recruiting sieht. Und da sieht man eben, dass noch nicht ganz so viel Wissen da ist, aber schon das Verständnis, dass es eine Zukunftstechnologie sein könnte, die wichtig wird. Und ich hatte beim letzten Mal aber auch einen Punkt über die Akzeptanz schon auf der Folie. Und da haben wir gesagt, ein Viertel der Bewerber kann sich mit dem Einsatz von Algorithmen anfreunden. Und das für mich sehr interessante Ergebnis, dass weibliche Bewerbende eine höhere Akzeptanz haben als männliche mit der dazugehörigen Quellenangabe. Das wollten wir aber ganz gerne auch selber einmal messen und da noch weitere Akzeptanzergebnisse erheben. Und das haben wir getan. Bevor ich beziehungsweise dann wirklich Larissa darauf eingeht, was ist Akzeptanz von Algorithmen? Es geht darum, ob Bewerber überhaupt durch Algorithmen bewertet werden wollen. Und dann hat bei uns auch vor allem die Frage interessiert, wie Sie den Einsatz bewerten hinsichtlich ganz konkreter Anwendungskriterien, zum Beispiel den Abbau von Diskriminierung, aber auch die Geschwindigkeit einer Rückmeldung. Was wir in dieser Akzeptanzstudie, und das ist der Disclaimer für das, was jetzt folgt, nicht machen können, ist zu unterscheiden zwischen guten Algorithmen und schlechten Algorithmen. Und das ist aber eine ganz wichtige Unterscheidung. Das hat man vielleicht auch heute Morgen in dem Vortrag von Eva Asselmann schon gesehen, dass es durchaus Persönlichkeitstests gibt, die sehr gut validiert sind und die wissenschaftlich die Gütekriterien gut erfüllen. Und dass es eben Persönlichkeitstests gibt, die nicht so gut sind. Und die sollte ich nicht alle über einen Kamm scheren. Und das ist bei Algorithmen genauso. Also auch bei einem Algorithmus muss ich natürlich bestimmte Gütekriterien mehr angucken. Und deswegen, um den Disclaimer kurz auszuweiten, wir haben Objektivität. Da hat der Algorithmus sicherlich Vorteile, weil er eben nicht verschiedene Testpersonen kennt und verschiedene Testumgebungen. Er ist also per Definition eigentlich objektiv. Wir haben Reliabilität. Auch da hat der Algorithmus Vorteile gegenüber der klassischen Eignungsdiagnostik, also nicht so große Probleme. Aber wir haben auch die Validität. Und die Validität, gerade in Hinsicht von Konstruktvalidität, ist bei Algorithmen ganz, ganz schwierig und sehr schwer zu erbringen, weil da ja kein klares Konstrukt hinterliegt in der Regel. Und wenn, dann muss man erstmal ganz klar zeigen, dass das auch dann zu der Theorie passt, wie man das erhebt. Aber, und das ist für mich wichtiger, die externe Validität. Und da muss ich bei Algorithmen sehr stark drauf achten. Also die prädiktive Validität. Kann das, was der Algorithmus sagt, überhaupt dann die spätere Arbeitsleistung oder die Zufriedenheit, kann das überhaupt sinnvoll vorhergesagt werden? Und das ist auch was, was nicht nur bei Algorithmen wichtig ist, sondern auch bei jedem eignungsdiagnostischen Testverfahren. Also wir hatten heute Morgen vielleicht als kurzer Kommentar von meiner Seite darüber gesprochen, wie man das mit Persönlichkeitstests in der Diagnostik richtig macht. Und da auch berechtigterweise wurde sehr intensiv auf das Anforderungsprofil hingewiesen. Aber auch ein Anforderungsprofil ersetzt keine externe Validität. Nur weil ich sage, ich glaube, für meine Stellenausschreibung ist Gewissenhaftigkeit wichtig, heißt das nicht, dass ich, wenn ich dann ein Instrument habe, was sauber Gewissenhaftigkeit misst, dass ich damit dann auch einen erfolgreichen Bewerbungsprozess aufgesetzt habe. Aber das ist vielleicht eine Diskussion, die wir mal in einen
zukünftigen Summit mitnehmen. Was haben wir ganz konkret gemacht, um Akzeptanz zu messen? Wir haben eine Studienreihe, die heißt Fachkraft 2030, mal gestartet als Fachkraft 2020, war das Promotionsprojekt von Jan und mir, haben wir 2012 mit angefangen. Unser Kooperationspartner da ist StudiTEMS, die betreiben das Jobmensa-Netzwerk, ist eines der größten Studentennetzwerke in Deutschland. Und im Rahmen dieser Fachkraft 2030-Studie sind wir inzwischen in 16 Runden weit über 300.000 Studierende befragt und haben in die letzte Runde, das war die 16. Runde, die wir im März diesen Jahres erhoben haben, haben wir Fragestellungen aufgenommen zu der Akzeptanz von Algorithmen. Und die wird Larissa gleich vorstellen. Um vollständig zu sein, es handelt sich bei der Fachkraft 2030-Studie um ein Projekt unter der Schirmherrschaft der Universität Maastricht, weil ich eben damals da promoviert habe und Jan und ich als Research Fellows dort immer noch sehr verbunden sind. Die Stichprobe ist sehr gut, um damit Forschung zu machen. Also wir finden keine systematischen Abweichungen. Die wurde auch in der Vergangenheit schon gerne von Behörden genutzt, um darauf Publikationen zu basieren. Das ist eigentlich recht gut beschrieben. Wer sich dafür interessiert, fachkraft2030.de, da findet man sehr, sehr viele Informationen und auch Publikationen dazu. So, jetzt hoffe ich, dass Larissa inzwischen die technischen Probleme beheben konnte. Könnt ihr mich hören? Ich kann dich hören, das ist ein gutes Zeichen. Gott sei Dank. Ja, dann sehr gut. Ich lese gerade schon, dass ihr mich hören könnt. Dann nochmal herzlich willkommen von mir, jetzt auch, wo ihr mich hören könnt. Ich freue mich jetzt, hier die Ergebnisse vorzustellen. Der Akzeptanzstudie. Zunächst ist es ja so, dass Algorithmen jetzt immer mehr Anwendung finden in wichtigen ökonomischen Entscheidungen. Und diese Entwicklungen haben auch eine öffentliche Debatte über ja vom Algorithmus geleitete Entscheidungen ausgelöst. Und neben dem Fakt, ob man jetzt Skeptiker ist oder Befürworter, so kann man nicht leugnen, dass der Anteil an genutzter künstlicher Intelligenz steigt und auch viele Vorteile mit sich bringt. Befürworter sagen, es ist eben ein Tool, das mit schnellen Analysen den Status quo verbessern kann und auch Muster in komplexen Situationen aufdeckt, während Gegner eher die Risiken dieser Tools sehen und insbesondere auch Angst haben vor der Fortschreibung des Algorithmus. Allgemein ist es als ein wandelndes und auch normatives Konzept zu sehen, da eben auch Fairness ein sehr komplexer und ja, subjektiver Begriff ist. Und in dieser Fachkraftstudie oder Fachkraftevaluation wollen wir eben auch schauen, ob es Heterogenität bei den Befürwortern oder Gegnern gibt, ja, und welche Menschen eben dazu neigen, menschlichen Entscheidungsträgern den Vortritt zu geben gegenüber Maschinen. Hier sehen wir jetzt die erste Frage, die wir gestellt haben, nämlich halten Sie den Einsatz von Algorithmen in Auswahlprozessen generell für sinnvoll? Man sieht, dass ja nahezu 60% der Studierenden Algorithmen kritisch gegenüberstehen und 40% ja mit Ja oder eher Ja antworten in Summe. Und es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die ist repräsentativ für ganz Deutschland. Und da waren die Ergebnisse sehr ähnlich. Da wurde zwar nur nach der Akzeptanz von Algorithmen allgemein gefragt und jetzt nicht in Bezug auf Recruiting, aber auch wir haben es ja bei dieser Frage relativ allgemein gehalten und jetzt nicht genau definiert, wie der Algorithmus unterstützt bzw. entscheidet. So, hier sieht man jetzt die Akzeptanz von Algorithmen in Bezug auf bestimmte Kriterien, nämlich einmal Abbau von Diskriminierung, dann Vermeidung von Fehlentscheidungen, als drittes transparente Entscheidungen und schnelle Rückmeldung. Und die Studierenden konnten jeweils angeben, ob sie den Algorithmus bevorzugen oder die Kombination, also Algorithmus und Mensch, oder nur Mensch. Und man sieht jetzt hier eigentlich ganz gut auf den ersten Blick, wenn man jetzt grün und den blauen Balken zusammenrechnet, dass es immer deutlich über 50% ist.
also Kombination oder Algorithmus. Und das deutet ein bisschen darauf hin, dass Studierende konkret wissen wollen, wie der Algorithmus denn wirkt oder was er auch verändern kann. Und das macht auch Sinn, denn bei der zuvor genannten Bertelsmann-Studie wurde auch festgestellt, dass nur circa 10% der Deutschen genau wissen, wie Algorithmen denn funktionieren. Und da auch insbesondere die Tragweite von Entscheidungen wichtig ist oder eine große Rolle spielt. Und insgesamt sieht man, dass Studierende glauben, dass man mit dem Algorithmus oder zumindest mit der Kombination aus Mensch und Algorithmus eben Diskriminierung abbauen kann und auch Fehlentscheidungen vermeiden. Bei der schnellen Rückmeldung gewinnt der Algorithmus etwas deutlicher. Und ja, jetzt sieht man aber eben auch, dass insbesondere bei der Transparenz der Entscheidung der Mensch im Vergleich zu nur Algorithmus eben bevorzugt wird. Und ich finde es ganz spannend, weil man ja eigentlich erwarten würde, dass man durch den Algorithmus genau weiß, wie Entscheidungen getroffen werden, wie sie gefallen sind und das ja auch noch Jahre später ja genau festgehalten ist. Und man bei Menschen im Entscheidungsprozess oder im Recruiting das eben nicht so genau festhalten kann. Und außerdem könnte man jetzt auch natürlich unter der Prämisse eines Algorithmus, der Diskriminierung nicht fortschreibt, auch immer nachhalten, dass jetzt im Sinne des AGG nicht diskriminiert wurde und da auch die Transparenz erhöhen auf Seiten der Arbeitgeber, die sich da auch rechtlich absichern können. Und ja, die Ergebnisse hier zeigen oder verdeutlichen auch nochmal das, was in der Bertelsmann-Studie gezeigt wurde, dass es eben eine große Unsicherheit gibt, wie Algorithmen Entscheidungen treffen und wie diese funktionieren. Wie gesagt, scheint es wichtig, den Einsatz der Algorithmen zu gründen. Und was oft erwähnt ist, ist, dass allgemein gesehen Menschen dazu tendieren, eben menschlichen Entscheidungsträgern einer Maschine den Vorzug zu geben, auch wenn dies objektiv zu schlechteren Ergebnissen führt. Und hier auf der Folie sieht man jetzt deutlich den Wandel von einer ja kritischen Meinung zum Einsatz von Algorithmen, wo eben 58,4% kontra waren, hin zur Befürwortung, wenn man jetzt nicht nur allgemein nach dem Einsatz fragt, sondern diesen auch begründet in Bezug auf die eben vorgestellten Kriterien. Und wenn man nicht mit der Funktionsweise von Algorithmen vertraut ist, dann finde ich es auch nachvollziehbar, dass man irgendwie ambivalente Gefühle gegenüber Algorithmen hat, weil man die Algorithmen eben nur mit bestimmten Fähigkeiten assoziiert. Beispielsweise Maschinen können in Bezug auf Entscheidungen die Intuition und Feingefühl benötigen, weniger effektiv Entscheidungen treffen. Und ja, jetzt gucken wir uns hier die Heterogenität an. Zunächst mal im Unterschied nach Geschlecht. Und die Theorie dahinter ist jetzt so ein bisschen, wenn man beispielsweise den Status quo für diskriminierend hält, so würde man erwarten, dass statistisch gesehen benachteiligte Gruppen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz sind, wie Philipp ja auch vorhin schon die Studie von Weizig vorgestellt hat, dass eben Frauen eher Einsatz von künstlicher Intelligenz befürworten, weil sie glauben, dass sie diskriminiert werden am Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es umso spannender, dass man jetzt hier sieht, nämlich links einmal bei der allgemeinen Frage nach Algorithmus, dass weibliche Studierende Algorithmen in der Personalauswahl tendenziell eher skeptischer gegenüberstehen als männliche Studierende. Und es zeichnet sich vor allem bei der Antwortmöglichkeit eher Nein ab, wohingegen bei Nein der Unterschied geringfügiger ausgefallen ist.
An der Stelle gibt es auch eine andere Studie, die ich gerne in Kontext bringen würde. Und zwar ist eine Studie von Women in Work. Da wurden Frauen befragt zur Akzeptanz von Algorithmen. Und die finden eben auch, dass Frauen dem Ganzen kritischer gegenüberstehen, also gegen den Einsatz sind, da insbesondere ja durch die einhergehende Anonymität der Bewerbung und ja Frauen das Vertrauen in die Neutralität der Systeme fehlt. Und die fanden, dass 9,1% der befragten Frauen konnten sich nur vorstellen, dass Auswahlsysteme durch KI und Algorithmen gerechter wären. Also man sieht ja hier bei uns weiblich, das sind auch so um die 9%. Und wenn man jetzt auf das Bild rechts schaut, wo wir wieder nach den Kriterien gefragt haben, so fällt auf, dass der Geschlechterunterschied wirklich nahezu verschwindet. Und das heißt, die Skepsis verschwindet, wenn man jetzt näher erläutert, auf welche Kriterien Algorithmen auch wirken können. So, hier ist jetzt der Unterschied der Akzeptanz nach Herkunft aufgezeigt. Und stellt man den Vergleich zwischen Inländerinnen und Ausländerinnen her, so ist ein deutlicher Unterschied in der Akzeptanz erkennbar. Denn ausländische Studierende halten Algorithmen in der Personalauswahl demnach mehrheitlich für eher sinnvoll. Und auch wenn man nach konkreten Kriterien fragt, sieht man, dass deutlich mehr Ausländerinnen wenigstens für eine Kombination sind. Hier wird der Unterschied zwar auch geringer, wenn man nach Kriterien fragt, allerdings ist immer noch deutlich eine Differenz zu sehen. Und ich denke, das könnte an der eben erläuterten Theorie liegen, dass man eben als Ausländer oder Ausländerin den Status quo für diskriminierend hält oder vielleicht auch schon Diskriminierung erfahren hat, wie wir eben auch in der Studie von Ulf gesehen haben. Und dann eben glaubt, dass die Neutralität des Algorithmus oder anonyme Bewerbung ja, das eben verbessern kann, dass man jetzt vielleicht nicht in der ersten Runde beim CV-Screening rausfliegt. Als letztes gucken wir uns noch Heterogenität nach Studienfächer an. Wir haben hier einmal ja MINT-Fächer und Nicht-MINT-Studierende. Und ja, bisschen Hintergrund hierzu. In der Bertelsmann-Studie kam insbesondere raus, dass Leute, die im technischen Fortschritt Chancen sehen, eher für den Algorithmus sind, da diese ja die Vorteile der Technik sehen. Und links sieht man jetzt, dass Studierende von MINT-Fächern Algorithmen in der Personalauswahl immer noch mehrheitlich für eher nicht sinnvoll halten. Das Ergebnis ist jedoch insgesamt positiver als bei den Nicht-MINT-Studierenden. Und so antworten ungefähr 48% der MINT-Studierenden mit eher Ja im Vergleich zu 31,16% der restlichen Studierenden. Und zu erkennen ist ebenfalls, dass weniger Studierende dieser Fachgruppe verglichen mit Studierenden anderer Fächer Algorithmen in Personalauswahlprozessen eben gänzlich ablehnen. Und hier sieht man jetzt auch, wenn man auf konkrete Kriterien schaut, dass die Unterschiede kleiner werden zwischen den MINT- und den Nicht-MINT-Studierenden. Ja, generell lässt sich zusammenfassen, dass Studierende eher skeptisch antworten, was einen generellen Einsatz von Algorithmen in Entscheidungen betrifft. Aber mit Blick auf konkret zu erreichende Ziele sehen Studierende den Einsatz deutlich positiver und die Mehrheit möchte, dass Recruiter durch Algorithmen unterstützt werden. Es scheint besonders wichtig, dass man die Funktionsweise algorithmischer Entscheidungen ja konkretisiert, in gewisser Weise auch als Basis ja für die Akzeptanz von Algorithmen.
Und ich denke, es ist auch ganz rational, dass Kontrollverlust oder die Tragweite der Entscheidung eben ein ganz kritischer Punkt ist, wenn man nicht genau weiß, was passiert bei so einer wichtigen Entscheidung wie, ja, stelle ich die Person an, lade ich sie ein, das Bewerbungsgespräch oder nicht, und im Falle der Studierenden ja auch ein bisschen über das eigene Schicksal entscheidet. Und deswegen kann, also denke ich, dass Aufklärung in diesem Sinne eben auch viele Vorurteile beseitigen kann und man dann die Vorteile zumindest aus der Kombination zwischen Mensch und Maschine sehen kann, um es dann auch ganzheitlich zu diskutieren. Und was in der Fachkraftstudie hier auch aufgefallen ist, war ja insbesondere die fehlende Transparenz. Und deshalb denken wir, dass es wichtig ist, nicht nur aufzuklären, ja, wie der Algorithmus genau funktioniert, sondern auch, ja, wie man diesen konstant evaluieren kann. Und ja, jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende Diskussion. Und wie man hier sehen kann, haben wir auch noch ein kleines White Paper dazu geschrieben, was man unter fair.nrw runterladen kann. Ich höre dich noch nicht, Katharina. Hörst du mich, Larissa? Ja, ich kann dich hören. Gut, im schlimmsten Fall müssen wir jetzt miteinander reden. Und Katharina muss schnell tippen. Das ist mit dem Ton heute sicherlich eine Herausforderung. Ja. Ah, die Fragen kommen jetzt im Chat. Ich lese einmal vor, wie wichtig ist die Akzeptanz von Algorithmen auf Bewerberseite für die Entscheidung, ob Algorithmen überhaupt zur Personalauswahl eingesetzt werden sollen? Larissa, darf ich? Ja, gern. Okay. Wichtig, aber nicht am wichtigsten, würde ich sagen. Also das wichtigste Kriterium bleibt, dass Algorithmen, wenn sie eingesetzt werden sollen, dass sie bestimmte Gütekriterien erfüllen müssen. Ich kann keinen Algorithmus einsetzen, genauso wie ich auch keinen Test einsetzen kann, wie ich überhaupt kein Selektionskriterium einsetzen sollte, von dem ich nicht zeigen kann, dass damit gute Entscheidungen einhergehen. Und das ist auch das Wichtigste für Algorithmen. Also Algorithmen sollten wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen Arbeitsleistung und dem, was der Algorithmus sagt. Dann als Kriterium für mich auch ganz wichtig ist, dass der Algorithmus nicht diskriminieren sollte. Also er sollte den Status quo dahingehend schlagen, dass er ihn nicht nur digitalisiert, sondern wirklich verbessert. Auch das kann man objektiv messen. Ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, dass ich immer großer Fan davon bin, wenn man etwas objektiv quantifizieren und messen kann. Das geht mit dem Index, den wir gebaut haben und letztes Mal vorgestellt haben, geht das auch gut. Ich glaube, das sind die entscheidenden Kriterien. Aber zur Transparenz gehört eben auch, dass ich den Einsatz von Algorithmen nicht einfach verschweige. Dass ich also schon bereit bin, als Unternehmen auch zu sagen, ich nutze das und auch bereit bin zu erklären, warum ich das nutze und dann auch bereit bin zu zeigen, dass das funktioniert, weil das ist ja das, was ich im ersten Schritt gemacht haben muss. Und dann, in dem Moment, wo ich das nicht verschweige, ist die Akzeptanz natürlich wichtig, weil wir wollen nicht, dass die Bewerberzahlen dadurch sinken, weil die Akzeptanz eben sehr niedrig ist. Aber wir sehen auch, wenn man das alles macht, und so interpretiere ich die Ergebnisse, die wir hier in der Fachkraft hatten, dann ist die Akzeptanz sehr hoch. Also es gibt keine Akzeptanz, generell blind überall Algorithmen einzusetzen. Das würde ich aber auch gar nicht erwarten oder wollen. Aber es gibt eine sehr hohe Akzeptanz, Algorithmen gerade in Kombination mit dem Mensch auch heute schon in Einstellungsprozessen einzusetzen. Das sehen wir auf allen Kriterien, das sehen wir beim Abbau der Diskriminierung genauso wie bei Sachen, die sicherlich sehr im Vorteil eines Algorithmus liegen, wie der Geschwindigkeit. Und bei manchen Gruppen, wenn man die Ergebnisse wirklich mal so hart einfach nimmt, wie sie sind, dann ist
es nur noch eine Randgruppe, zum Beispiel bei den MINT-Studierenden, die überhaupt einen Einstellungsprozess, der nicht algorithmisch begleitet wird, also nicht nur Algorithmen, sondern Algorithmen dann auch in Kombination mit menschlichen Entscheidungen, also menschliche Entscheidungen, die durch Algorithmen informiert werden, ist es nur eine Randgruppe der MINT-Studierenden, die das überhaupt noch bevorzugt. Das heißt, ich kann durchaus den Algorithmus auch nach außen kehren und sagen, schaut hier, liebe Bewerber, ich bin fair. Da muss ich natürlich kommunizieren und erklären, aber dann kann ich die Akzeptanz auch im jetzigen Zeitpunkt schon zu meinem Vorteil nutzen. Genau, das deckt sich eigentlich so ein bisschen mit dem, was Fabian gerade auch in den Chat schreibt. Die Akzeptanz steigt mit der Transparenz und das glaube ich auch. Also wir sollten jetzt nicht hingehen und sagen, die Akzeptanz ist zu niedrig, was sie auch nicht ist und deswegen verschweige ich das, sondern ich kann das transparent machen und dann muss ich aber auch erklären, warum ich es tue. Aber generell sollte Personalarbeit ja auch bereit sein zu erklären, warum man die Prozesse so macht, wie man sie hat. Kann man nicht jetzt eigentlich hören? Ich habe jetzt alles neu gestartet. Ach super, sehr schön. Wir haben jetzt eine Frage oder einen Kommentar von Fabian. Von Indeed gibt es spannende Untersuchungen zur Akzeptanz Bewerberabsprüngen mit steigender Anzahl von Bewerbermaskenfeldern. Mhm. Aber anderes Thema. Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel mit Algorithmen zu tun, in diesem Sinne, wie wir das jetzt... Nee, die können ja der Candidate sogar zuträglich sein, weil ich eben, je nachdem, was es für ein Algorithmus ist. Zum Kommentar davor jetzt sehe ich es. Ah. Genau. Zum Kommentar davor hat Fabian geschrieben, die Akzeptanz steigt natürlich auch sehr stark mit der Transparenz. Ja. Veronique hat dazu geschrieben, je nachdem, wie zeiteffizient es dann ist, die Daten in entsprechende Masken einzugeben. Jetzt. Und von Indeed gibt es spannende Untersuchungen zur Akzeptanz oder den Bewerberabsprüngen, je nachdem, wie die Bewerbermaske aussieht. Okay, das ist ein sehr interessanter. Idealerweise helfen Algorithmen, um da vielleicht kurz auch einen Kommentar zu abzugeben, idealerweise helfen Algorithmen der Candidate Experience und der Candidate Journey dahingehend, dass sie den Prozess auch vereinfachen, weil natürlich Algorithmen auch viele Dinge im Recruiting-Prozess dann leichter machen können. Also wir arbeiten jetzt sehr, sehr stark, Jan hatte das eingangs gesagt, eben mit Freitextfeldern und dann Klassifikationsalgorithmen, die es eben einfacher machen, solche Informationen auch aus einem Parsing. Parsing immer ein bisschen vorsichtig, weil die Parser selbst machen Fehler. Oder aber auch aus einer Freitextangabe, die wirklich sehr schnell zu leisten ist, dann aus unkodierten, nicht strukturierten Daten eben gut nutzbare, strukturierte Daten zu machen. Auch das geht. Ist dann auch auf Anbieterseite wieder ein bisschen Arbeit, aber es ist möglich. Es ist ja aufgefallen, dass bei der Vermeidung von Fehlentscheidungen sehr viele Studenten auf die Kombination aus Algorithmus und Mensch vertrauen, allerdings sehr wenige auf den Algorithmus allein. Gibt es dazu schon Vermutungen, woran das liegen kann? Ich wüsste, was ich sagen würde, Larissa. Ja, gerne. Ich will jetzt nicht, da kommt auch noch mehr für dich. Ja. Gut, also beim Vermeiden von Fehlentscheidungen ist es ja grundsätzlich so, dass die Entscheidungen besser werden, umso mehr Quellen ich heranziehe. Und wenn man sich jetzt die Frage anguckt, hast du natürlich recht, da ist für den Algorithmus allein ist es recht wenig. Allerdings ist es auch in den Antworten für den Menschen alleine recht wenig. Und ich glaube, dass die mangelnde Transparenz dazu führt, dass man den Entscheidungen von Algorithmen nicht bedingungslos glaubt, was man auch nicht tun sollte, weil auch Algorithmen Gütekriterien erfüllen sollten und man transparent darüber berichten sollte. Dass aber auch die Art der Frage hier, also es wird nach dem Vermeiden von Fehlentscheidungen gefragt, das kann ich natürlich am besten tun, wenn alles doppelt überprüft wird. Doppelt überprüft heißt in dem Fall, weder der Algorithmus entscheidet alleine, noch der Mensch entscheidet alleine. Und ich glaube, das ist auch der sinnvollste Angang. Es geht ja nicht darum, hier das eine oder andere abzuschaffen, sondern es geht darum, wie kann man einen möglichst guten Prozess bauen. Und das funktioniert, glaube ich, wenn man Algorithmen nutzt, die den Personaler gerade in frühen Schritten, wo dann vielleicht auch eine unterbewusste Diskriminierung stattfindet, informieren. Ich habe noch eine letzte Frage vielleicht zum Thema Transparenz. Und zwar schneiden ja Algorithmen mit oder ohne Menschen am schlechtesten ab. Was Transparenz angeht. Wie seht ihr das? Warum ist das so? Ich würde antworten, Philipp. Ja, also ich finde das Ergebnis sehr spannend, weil eigentlich würde man ja, wie auch schon gesagt, erwarten, dass jetzt ein
dass man mit dem Algorithmus genau tracken kann und nachvollziehen kann, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden und das eben auch noch Jahre später. Und da eben auch viele Studierende der Meinung waren, dass man ja Diskriminierung abbauen kann und Fehlentscheidungen vermeiden, eben durch den Einsatz von Algorithmen, denke ich, man sollte sich mal Gedanken machen, warum eben genau bei der Transparenz das Ganze so negativ ausfällt. Denn die Daten zeigen meiner Meinung nach ganz deutlich, dass man ja, um die Akzeptanz zu erhöhen, den Einsatz von Algorithmen unbedingt begründen sollte. Ja, und ich finde, bei dem Transparenzthema darf man auch die Anbieter wirklich in die Pflicht nehmen. Also auch wir mit Case und jeder seriöse Anbieter von solchen Tools für den Einstellungsprozess sollte natürlich in der Lage sein und auch wollen, das so zu erklären, dass man das versteht. Und das Transparenzthema ist ein wichtiges Thema und da sind die Anbieter in der Pflicht, das, was sie tun. Und da geben wir uns sehr große Mühe. Wenn da Fragen sind, gerne jederzeit an mich, an Jan, an jedes Teammitglied wenden, das, was wir tun, auch zu erklären und zu rechtfertigen. Und das kann man erwarten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allem in der Post-Corona-Zeit sich das Thema Algorithmen im Recruiting wirklich sehr schnell und sehr stark weiterentwickeln werden. Das wird sicherlich weiterhin ein sehr spannendes Forschungsthema bleiben und ich bin gespannt, was ihr uns vielleicht auch in Zukunft darüber erzählen könnt. Danke. Ja. Wenn ich, ich finde, Fabian hat eine wichtige Unterscheidung gerade nochmal in den Chat geschrieben. Also geht es um Algorithmen, die mir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, die also irgendwie das erfüllen, was sonst vielleicht ein eignungsdiagnostischer Test macht, die also die Entscheidung informieren, oder geht es um Algorithmen, die den Prozess verbessern? Und das ist natürlich sicherlich nicht trennscharf, weil das sind beides Algorithmen. Das eine ist ein Klassifikationsalgorithmus, der aus dem Freitextfeld vielleicht erkennt, welches Studienfach an welcher Hochschule oder bei welchem Arbeitgeber jemand gearbeitet hat, wohingegen andere Algorithmen dann natürlich auch interpretieren und durch diese Interpretation Handlungsempfehlungen geben. Und das ist das, worüber wir heute eigentlich sprechen. Ich hatte eben nur kurz über den Prozess gesprochen und dass auch die Candidate Journey besser werden kann, weil es da eben auch Möglichkeiten gibt. Aber das, was wir allgemein hin unter algorithmischen Einstellungsentscheidungen verstehen, ist natürlich, dass der Algorithmus eine Aussage darüber trifft, wie die Eignung oder die Passung von einem Kandidaten für einen bestimmten Job ist. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank für euren Vortrag. Jetzt wird noch